Was überwiegt bei dir, Freude oder Enttäuschung? Ungefähr zu 99% die Enttäuschung. Warum? Ja, weil das überhaupt nicht mein Wettkampf war und ich überhaupt nicht zufrieden bin und ich viel besser drauf war, als das, was ich heute gezeigt habe und überhaupt nicht das abrufen konnte und das einfach anstrengend war und keinen Spaß gemacht hat. Und ja, ich kann im Prinzip froh sein über Silber, das werde ich mir bestimmt auch irgendwann mal sagen und mich vielleicht auch dann freuen, aber bis jetzt bin ich schon recht enttäuscht. Ja, ich bin halt schwer im Wettkampf reingekommen. Technisch hatte ich ganz schön Probleme, also die Stabilität, die ich sonst jetzt diesen Sommer hatte. Und auch im Training, auch die letzte Einheit, die war super, konnte ich überhaupt nicht umsetzen und dementsprechend komme ich auch nicht in den Rhythmus rein und kann halt hier auch, dann damit kann man nicht weit werfen. Nee, also natürlich habe ich von mir eine gute Leistung erwartet. Es war auch einfach, also wenn ich jetzt mit dem Training, was ich habe, hatte nicht da sage, auch ich denke da nicht über eine gute Leistung nach, dann wäre das gelogen. Ne? Also ich habe was drauf und ich konnte es halt einfach nicht umsetzen und das ärgert mich schon sehr.